Feliz Navidad! Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs. Und heute feiern wir Weihnachten im bolivianischen Dschungel. In dieser Folge machen wir wieder mal einen kleinen Zeitsprung, und zwar ins Hier und Jetzt. Ich bin derzeit in der bolivianischen Stadt Santa Cruz und über Weihnachten möchte ich mit einer Bekannten von hier ein bisschen raus Richtung Dschungel fahren. Und zwar gibt es den Camino de Chiquitos. Das ist der Weg der kleinen Dörfer. Der führt nach Osten hinaus Richtung brasilianische Grenze, raus aufs Land und hinein in den Dschungel. So, und es ist ja auch nicht anders als bei uns. Am 23. gehen die Männer nochmal Geschenke einkaufen. Er hier mit der gelben Tüte hat ein Weihnachtsgeschenk. An sowas erkennt man, dass Weihnachten ist, und auch die Städte haben ja die Plätze geschmückt. Ansonsten fühlt es sich für mich natürlich nicht wie Weihnachten an, wenn es hier 40 Grad sind. Während die Sonne im Rücken untergeht, noch eine Anmerkung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ab Santa Cruz der Dschungel anfängt. Und man sieht auch, es wird halt immer grüner, immer heißer und immer dschungeliger. Als die Sonne untergegangen ist, kehren wir in einem kleinen Dorf am Wegesrand ein. Und am 24. morgens werden wir vom Regen geweckt. Schönen guten Morgen. Hier habe ich übernachtet. Das hier ist meine Zimmertür. Es ist brutal heiß. Jetzt hat es hier, wie angekündigt, auch brutal geregnet. Gewitter. Jetzt wird es besser. Jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Und dann hoffen wir, dass es ein bisschen aufklart, dass wir noch weiterkommen nach San Jose. Das ist die Stadt, wo wir eigentlich hinwollen. Mal schauen. Und heute ist Weihnachten, mal sehen, ob wir ein Zimmer kriegen. So, wir sind losgefahren. Es regnet zwar leicht und es war etwas matschig, wie man vielleicht da sieht. Mit ihr hinten drauf habe ich dann gedacht, eieiei, in dem Matsch hast du halt wirklich überhaupt keinen Grip. Wenn ich mich selber hinlege, ist nicht so schlimm, aber sie dann auf dem hohen Bike ist jetzt nicht so schön, dann in irgendwie 20 cm tiefen Matsch zu fallen. Mit normalen Klamotten halt auch noch. Ich habe immer eine Regenjacke eingepackt, aber sonst hat er auch nichts. Das Gute ist, es ist zwar beschissenes Wetter, aber es ist ja warm. Also es sind jetzt hier 23 Grad. Das ist absolut in Ordnung, weil es ist halb so schlimm. Hier und Regen ist nicht so schlimm wie in Patagonien im Winter und kein Regen. Hier sieht man ungefähr, wie es da so matschig war, wenn man da so reinfährt. Muss man schnell durchfahren und gucken, dass man sich nicht aufs Maul legt. Wir haben es hier angehalten. Ich wollte eigentlich Kaffee trinken, aber es ist nicht möglich, hier einen Kaffee zu bekommen in diesen Orten. Wir haben keinen Kaffee, aber es gibt hier Mittagessen. Und hier gibt es so eine Minderheit. Da saß auch einer am Tisch. Die da hinten haben schon heute Weihnachten eben 25 Bier getrunken. Es ist irgendwie 13 Uhr. Ist der ganze Tisch voll mit Bier. Kann man das sehen? Da hinten, ich will da nicht so rangehen. Und da sitzt einer, der ist blond. Und hier gibt es so eine religiöse Minderheit. Auch da ist jetzt einer. Menuiten oder so heißen die. Und das sind irgendwie europäische Auswanderer. Die haben hier so Farmen und so. Und die sprechen auch Deutsch teilweise. Ich habe mich jetzt noch mit keinem unterhalten, aber es ist interessant. Gestern beim Abendessen saßen noch ganz viele dabei. Durchnässt, aber zufrieden, erreichen wir schließlich San José de Chiquitos. Nehmen uns ein Zimmer und der Weihnachtsabend kann beginnen. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen, und hier, ich bin hier unter den Baum gegangen, weil da war eben so krasse
zirpen, grillen, Zikaden, was auch immer das sind. Aber jetzt haben sie gerade aufgehört. Hier, jetzt. Das sind irgendwelche Grillen oder so. Das hört sich halt brutal an. Und da, guck mal, das ist ein Krippenspiel. Das scheint sehr in zu sein, diesen komischen Piepslauten. Wenn hier jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Fahrzeuge vorbeifahren. Ja. Wird natürlich immer Koka geklopft. Hier mit dem Hammer zerschlagen die Blätter. Die kauen die dann und machen sich so einen Ball in die Backe. So, Heiligabend. Hier die Hölle los, das ist irgendwie 10 oder 11 Uhr. Und hier wird geballert an Heiligabend. Man hört's. Viele Kinder. Boom. Und sind vor allem die Kinder, die hier rumballern. Einen schönen guten Morgen und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Wie man es hört vielleicht, der Kompressor läuft. Ich muss den Vorderreifen ein bisschen aufpumpen. Und wir wollen jetzt noch mal ein bisschen weiter Richtung Osten fahren, Richtung brasilianische Grenze, noch weiter dschungeliger. Mal sehen, wie das läuft. Die Schuhe, die da stehen, sind immer noch nass von gestern. Es ist halt auch viel Luftfeuchtigkeit, die Sachen trocknen nicht so gut. Ja, aber wir sind hier am Packen. Und dann geht's los. Tropische Weihnachten gehen weiter.
Nach dem Bad im Wasserfall sind wir auf dem Rückweg noch auf einen Tukan getroffen. Es war der erste Tukan, den ich in meinem Leben gesehen habe, und der war echt spektakulär. Und noch ein paar Kilometer weiter östlich schlagen wir unser Nachtquartier auf. Eingecheckt und wir haben hier direkt am Platz, also hinter mir ist der Hauptplatz, das Hotel genommen. 20 Euro pro Nacht, 21. Und jetzt sind wir was essen und genießen das ist unser erstes Weihnachtstagsessen. Und ich habe einen Spieß diesmal, das heißt Pakumuto. Habe ich noch nie gegessen, bin sehr gespannt. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Einen schönen guten Morgen aus Robore. Gefrühstückt haben wir gerade. Und jetzt mache ich hier noch ein paar Fotos auf dem Platz. Und dann 6 Stunden ist die Fahrt zurück, sind über 400 Kilometer. Es ist kein Regen angesagt, das ist schon mal gut. Es sind wie immer 30 Grad. Und ja. So beschließen wir Weihnachten und ich gehe dann wieder zurück in mein Airbnb in Santa Cruz und schneide dieses Video zusammen. So, los geht's. Und mit dieser Weihnachtsgeschichte endet auch das Jahr bei Rutis Reisen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die zugeschaut haben, mitgereist sind und ganz besonders bei denen, die mich unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. Meine dritte Motorradreise hat gerade auch einjähriges gefeiert. Das ist Video Nummer 40 und im neuen Jahr geht es dann mit der 41. Folge weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Macht's gut, euer Ruti. Ciao, ciao.